Europa muss in der Schule beginnen. Campus Europa. Willkommen zur aktuellen Folge unserer Podcast-Reihe Campus Europa. Mein heutiger Gast ist Frau Dr. Tanja Herrmann. Sie ist Projektleiterin für das For Them-Netzwerk, in dem sich 7 europäische Hochschulen unter der Leitung der Universität Mainz zusammengeschlossen haben. For Them heißt übersetzt für Sie. Gemeint ist hiermit für die Studierenden, für die Generation der Zukunft, für die Gesellschaft. So steht es auf der Webseite der Universität Mainz. Ich freue mich, diese Vision einer europäischen Hochschulallianz gleich mit Frau Herrmann näher zu besprechen. Dabei wird sie uns auch erzählen, was es mit den For Them Labs auf sich hat und welchen Beitrag diese zu Zukunftsfragen wie Migration, digitaler Transformation und Klimawandel leisten können. Frau Herrmann, schön, dass Sie heute mein Gast im Campus Europa Podcast sind. Ja, guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung. Bevor wir uns diesem interessanten Netzwerk zuwenden, möchte ich aber gerne mit einer persönlichen Frage beginnen. Welchen Bezug in Ihrer Biografie haben Sie denn zu Europa? Ich denke, ich gehöre zu den Menschen, denen die europäische Dimension nicht von Anfang an in die Wiege gelegt war, sondern es gab zwar natürlich Reisen mit den Eltern nach Frankreich oder Dänemark, aber mein Leben hat sich gerade zu Beginn doch sehr auf ein ganz kleines Dorf in Niedersachsen konzentriert. Und die Europabegeisterung und der persönliche Bezug zu Europa kam dann eigentlich erst so ab Anfang der 20er durch einen Au-pair-Aufenthalt in Paris und dann auch ein trinationales Studienprogramm, das mich nicht nur ins schöne Frankreich geführt hat, sondern auch ins außereuropäische Ausland, nämlich nach Kanada. Während des Studiums habe ich mich dann auch viel ehrenamtlich im europäischen Kontext engagiert, zum Beispiel Jugendkonferenzen in der Balkanregion organisiert. Und schlussendlich habe ich auch meine Doktorarbeit binational geschrieben, und zwar über Städtepartnerschaften. Und Städtepartnerschaften sind ja das größte europäische Netzwerk, was es gibt. Also hier war dann der persönliche Bezug zu Europa ganz offensichtlich. Ja, und so ist es vielleicht auch nicht verwunderlich und es freut mich auch sehr, dass ForSem zumindest zum Teil auf Städte- und Regionalpartnerschaften basiert, nämlich auf der Städtepartnerschaft zwischen Mainz und Dijon sowie Mainz und Valencia sowie der Regionalpartnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz, dem Burgund und der Region Opollen in Polen. Binationale Promotion, Frau Dr. Herrmann, das klingt interessant und das bezieht sich auf Frankreich, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das war eine deutsch-französische binationale Promotion und die ist, glaube ich, auch ausgezeichnet worden. Genau, das war eine binationale Promotion, die ich an der Sorbonne und an der Universität Mainz verfasst habe und die ist in der Tat 2019 mit dem Dissertationspreis der Deutsch-Französischen Hochschule ausgezeichnet worden in der französischen Botschaft, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe. Und ja, gerade diese persönlichen Gespräche auch mit den Zeitzeugen, die die Städtepartnerschaften zu Zeiten aufgebaut haben, in denen der Europagedanke nach dem Zweiten Weltkrieg sicherlich noch nicht so allgegenwärtig waren, haben sicherlich auch dazu beigetragen, dass ich Europa heute ganz anders sehe, als das vielleicht vor 15 Jahren, 20 Jahren der Fall gewesen ist. Aber da ist das ja eine konsequente Weiterentwicklung, dass Sie die Projektleiterin des Netzwerks For Them sind. Ungefähr könnte man das so sagen, genau. Ganz konsequent, genau. Da wollen wir doch gleich mal einsteigen und für die Hörerinnen und Hörer dieses Netzwerk vielleicht zum Einstieg ein kleines bisschen mit ein paar Stichworten beschreiben, dass man sich schon eine erste Vorstellung machen kann, bevor wir dann ein bisschen tiefer in die Details gehen. For Them, ich hatte vorhin gesagt, das heißt ja für Sie, aber was steckt denn da genau dahinter? Also was steckt hinter dem Begriff für Sie? Was ist damit genau gemeint? Und wer gehört denn eigentlich auch zu diesem Netzwerk dazu? Welche Länder gehören zu For Them dazu? Vielleicht können Sie das zum Einstieg in ein paar wenigen Sätzen den Hörerinnen und Hörern mal beschreiben. Ja, For Them setzt sich aus 7 Universitäten zusammen. Ich gehe einmal
von Norden nach Süden durch. Wir haben eine Universität aus Finnland, aus Lettland, Polen, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien. Und das sind große und kleine Universitäten, keine Universitäten, die jetzt nah an der Grenze liegen oder die vor 2019 schon besonders eng miteinander verbunden gewesen wären, teilweise schon, teilweise nicht, sondern es ist ja ein Zusammenschluss von Universitäten, die sich diesem europäischen Gedanken verschrieben haben und vor SEM zum Leben geweckt haben. FOSEM hat ja zwei Lesarten. Es steht einmal, das ist ein Akronym für Fostering Outreach Within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility. Aber dann eben auch diese zweite Lesart, die Sie gerade schon angesprochen haben, FOSEM, für Sie. Also für die Studierenden, für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch für das wissenschaftsstützende Personal und auch für unsere 7 Städte und 7 Regionen. Wir wollen uns also wirklich an alle wenden. Und das machen wir unter anderem mit 3 sogenannten Missions. Das ist einmal die Mobility Mission, um möglichst viele Universitätsmitglieder mobil zu bekommen. Die FOSEM Lab Mission, um das sogenannte Wissenschaftsviereck mit Leben zu füllen. Und dann aber natürlich ganz stark unsere Outreach Mission, um mit Schulen, Vereinen und Unternehmen aus unseren Local Communities zu kooperieren. Um mal gleich mit dem letzten Begriff anzufangen, Outreach bedeutet ja gewissermaßen aus der Universität herauszutreten, einen Transfer, die Leute zu erreichen, die eben nicht vielleicht zum akademischen Kontext gehören. Ist das richtig? Genau. Der Anspruch ist hier halt sozusagen über den sogenannten universitären Tellerrand hinauszuschauen. Ein Ziel, das von der Europäischen Union, ja auch von allen europäischen Universitäten ganz explizit eingefordert ist. Es geht halt wirklich um eine Öffnung in die Gesellschaft hinein, um sich gegenseitig ja zu befruchten, gemeinsam zu kooperieren und eben nicht in diesem häufig so benannten Elfenturm sitzen zu bleiben, sondern eben auch mit Vereinen, Schulen, externen Akteuren gemeinsam zu agieren und auch universitäres Wissen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mhm. Jetzt heißen ja die ersten beiden Buchstaben for them, also Fostering Outreach, ne, FO. Was ist denn da genau gemeint mit Fostering Outreach? Also da gab es vorher schon etwas, das jetzt verstärkt wird. Können Sie das vielleicht mal an einem konkreten Beispiel verdeutlichen? Ja, ein konkretes Beispiel wäre hier sicherlich die Ausbildung für Lehrkräfte. In diesem Bereich sind wir mit unserem Partner in Dijon. Mainz und Dijon sind, wie ich vorhin gesagt habe, ja Städtepartnerschaften, sind auch über die Regionalpartnerschaft Burgund-Rheinland-Pfalz miteinander verbunden und kooperieren seit circa 20 Jahren jetzt bereits im Bereich der Lehramtsausbildung zusammen. Eine Sache, die sehr wichtig für uns ist, weil wir denken, Europa muss in der Schule beginnen. Also wenn wir in den Unterricht eine verstärkte europäische Dimension integrieren können, das ist sehr, sehr wichtig für die Zukunft Europas. Das haben wir bereits mit unserem im binationalen Rahmen mit dem Partner in Dijon halt seit einigen Jahren ausgearbeitet und haben das jetzt in FOSEM halt verstärkt, Fostering. Natürlich in erster Linie, weil es jetzt wesentlich mehrere Partner sind, nämlich 7, und weil wir hier jetzt auch nochmal neue Wege gehen, neue Aktivitäten aufgesetzt haben. So gibt es zum Beispiel eine europäische Fortbildung für Lehrkräfte aus unseren 7 Städten, also aus unseren lokalen Schulen. Das ist ein Projekt, wo die Inhalte von Professorinnen und Professoren aus Valencia, Jyväskylä und Mainz ausgearbeitet werden. Und wo sich dann die Lehrkräfte drauf bewerben können und dann eben auch eine europäische Fortbildung genießen können. Wir haben auf der anderen Seite bauen wir gerade ein Praktikumsnetzwerk für Lehramtsstudierende aus. Also hier arbeiten unsere 7 Zentren für Lehrerbildung zusammen und jeweils auch in Zusammenarbeit mit den lokalen Schulen. Und da haben wir ganz stark dann diese Dimension aus der Universität raus, durch unsere Partner in den lokalen Schulen, findet hier halt eine Verzahnung statt zwischen Gesellschaft und den Universitäten, die uns sehr am Herzen liegt.
Das ist ja eine ganz wichtige Multiplikatorengruppe, die Lehramtsstudierenden und, glaube ich, eben in dem Zusammenhang eine besonders wichtige Zielgruppe. Wenn Sie sagen, Sie bereiten da im Netzwerk eine spezielle Lehrerfort- oder Lehramtsfortbildung vor, wie muss man sich denn oder wie kann man sich denn das vorstellen? Was wird denn da angeboten? Wie wird das organisiert? Ja, dazu kann ich gerne einen kleinen Einblick geben. Wir haben diese Gruppe aus Valencia, Jyväskylä und Mainz. Professorinnen und Professoren, die sich mit dem Thema Schulbildung sehr gut auskennen, in diesem Fach Experten sind, Expertinnen, und die gemeinsam gerade diese Inhalte ausarbeiten. Natürlich war da ursprünglich mal gedacht, dass man sich gegenseitig besuchen kann. Momentan aufgrund der aktuellen Entwicklung mit Covid-19 findet das natürlich erstmal virtuell statt. Dann kommen aber viele andere Akteure noch hinzu. Also auf der einen Seite hat man diese Inhalte. Dort geht es zum Beispiel darum, in dieser Fortbildung dann Lehrkräfte auf das Thema Populismus vorzubereiten. Wie geht man als Lehrkraft mit diesem Thema im Klassenzimmer dann um? Und um das möglichst attraktiv für die Lehrkräfte zu machen, geht es natürlich nicht nur darum, diese Fortbildung anzubieten, sondern man muss dann auch mit den verschiedenen Akteuren in den Städten kommunizieren, dass die Lehrkräfte dann für diese Fortbildung freigestellt werden, dass Fördermittel zur Verfügung stehen und so weiter. Das heißt, neben diesen Inhalten gibt es auch viele organisatorische Aspekte, die beachtet werden müssen, sodass da ja auch einiges an Arbeit anfällt, aber wir das mit sehr großer Freude angehen, weil wir wirklich denken, dass das etwas ist, was ja, wovor sind wirklich ein Beitrag auch für die Gesellschaft und für diese wichtige Zielgruppe, wie Sie gerade gesagt haben, leisten kann. Und Sie leisten ja auch gleichzeitig einen Beitrag dazu, dass diese Lehramtsausbildung oder gemeinsam in Europa in Ihrem Netzwerk auch sich immer näher aneinander angleicht und miteinander abgestimmt wird. Das ist ja auch ein ganz wichtiger organisatorischer und struktureller Beitrag, den diese Netzwerke ja leisten sollen. Und wir wissen, dass es gerade in der Lehramtsausbildung schon allein in Deutschland nicht ganz so einfach ist mit der Koordinierung und Abstimmung und die europäische Abstimmung dann natürlich nochmal auch eine besondere Herausforderung darstellt. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass das doch ein ganz gutes Arbeitspaket ist. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Herrmann, ist diese Fortbildung, das ist noch in der Konzeptionsphase oder findet das schon statt? Das ist noch in der Konzeptionsphase. Und wann wird das dann sozusagen ans Netz gehen? Wahrscheinlich müssen wir ja auch im nächsten Jahr noch mit viel virtueller Mobilität, mit viel virtuellem Austausch rechnen und noch nicht so sehr mit physischem. Ja, das, was Sie gerade angesprochen haben, ist natürlich die große Herausforderung, die momentan besteht. Wie geht man mit dieser Pandemie im Rahmen einer europäischen Universität um? Vor diesem Hintergrund haben wir jetzt beschlossen, im Jahr 2021 mit unterschiedlichen virtuellen Formaten zu beginnen, kleineren Formaten, um diesem Kreis der Lehrkräfte, die sich dann im Jahr 2022 auch wirklich physisch begegnen sollen, in der Hoffnung, dass es bis dahin wieder möglich ist, diesem Kreis die Möglichkeit zu geben, sich im Vorfeld halt schon kennenzulernen, bereits erste Themen abzusprechen, Erwartungen auch an die Fortbildung abzufragen, sodass wir dann zu einem späteren Zeitpunkt dann auch nochmal mit einem ganz anderen Start in diese Fortbildung gehen können. Da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall schon an dieser Stelle ganz viel Erfolg, diese Fortbildung auch aufzusetzen. Und ich glaube, diese virtuelle Vorbereitung ist sicherlich ein ganz guter Meilenstein auf die tatsächliche Zusammenarbeit dann. Ich weiß, dass For Them mehr als 30 assoziierte Partner aus Wirtschaft und Gesellschaft verbindet. Also neben diesen 7 Hochschulen, die Sie ja vorhin genannt haben,
Können wir da vielleicht mal ein bisschen näher hinschauen, wie sich die Zusammenarbeit ganz konkret gestaltet mit Ihren assoziierten Partnern? Wer zum Beispiel dazugehört? Können Sie da ein Beispiel nennen? Wir haben neben diesem Programm, was sich jetzt ganz explizit ja auf die Klassenräume in unseren Schulen bezieht, zwei weitere Säulen in unserer Outreach-Mission. Das ist einmal die Unterstützung von ehrenamtlichem Engagement unserer Studierenden und einmal ein wahrscheinlich erstmal relativ klassisches Instrument, unser Praktikumsnetzwerk. Auslandspraktika sind ja etwas, was man bereits seit einigen Jahrzehnten auch anbietet im europäischen Kontext oder auch im außereuropäischen Kontext für die Studierenden. Wir gehen jetzt hier noch einen Schritt weiter, indem wir unseren Studierenden im Prinzip feste Praktikumsplätze anbieten wollen. Wir bauen gerade ein Praktikumsnetzwerk auf, das sich über diese 7 Städte ziehen wird, sodass sich dann Studierende im Prinzip auf ausgeschriebene Praktika bewerben können. Und hier kommen natürlich unsere assoziierten Partner ins Spiel, die sehr, sehr wichtig sind, um den Studierenden diese Praktika anbieten zu können. So gibt es zum Beispiel das Institut Français bei uns hier in Mainz, was einen Praktikumsplatz anbieten wird, wo sich dann Studierende, kann man sich jetzt natürlich sagen, Frankreich wäre naheliegend, aber warum auch nicht jemand aus Spanien oder Italien, der dann in dieser Institution oder die dann in dieser Institution ein entsprechendes Praktikum absolviert. Wir haben hier außeruniversitäre Partner angesprochen, wie zum Beispiel das Institut Français, aber auch Unternehmen und auch unsere eigenen Abteilungen. Also unsere Universitäten haben gesagt, in der Personalabteilung oder auch in der Einrichtung, die sich mit den Fragen Diversität und Gleichstellung auseinandersetzt oder in unserem Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung, die gesagt haben, wir würden uns sehr darüber freuen, ausländische Praktikantinnen und Praktikanten bei uns aufzunehmen und die für einige Monate zu begleiten und diesen Studierenden dann diese Auslandserfahrung zu ermöglichen. Also hier ein ganz konkretes Beispiel, wie wir unsere assoziierten Partner in unser Netzwerk einbeziehen. Und die dritte Säule, von der ich sprach, ist die Unterstützung von ehrenamtlichem Engagement. Auch hier haben wir zwei Aktivitäten. Einmal gibt es ein Online-Tool, das Studierende bei der Umsetzung ehrenamtlicher Projekte unterstützen soll, zum Beispiel zu den Themen Öffentlichkeitsarbeit, wie berichte ich über mein Projekt, wie gehe ich eine Projektplanung entsprechend an, vielleicht auch solche Themen wie ich brauche noch Geld, gibt es Tipps für die Einwerbung von Drittmitteln, die vielleicht für mich hilfreich sind. Es ist also ein Online-Tool, was von unseren Universitäten entwickelt wird, wo sich die Studierenden entsprechende Unterstützungsangebote ansehen können. Und dann die zweite Aktivität sind die ehrenamtlichen Projekte an sich, wo es dann um finanzielle Unterstützung geht, die unseren Studierenden zuteil wird. Wir haben zum Beispiel letzte Woche einen Vorschlag von Studierenden bekommen, die sich gerne mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung stärker auseinandersetzen möchten. Und diese Studierenden bekommen dann entsprechend finanzielle Unterstützung, um ihr Projekt dann umsetzen zu können. Und auch bei diesen ehrenamtlichen Projekten, die sind bisweilen, nicht immer, aber bisweilen auch mit assoziierten Partnern aufgesetzt, mit NGOs, die zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe aktiv sind, sodass wir auch hier mit der Gesellschaft, mit Vereinen aus der Gesellschaft, NGOs zusammenarbeiten. Das ist ein wirklich großer, bunter Blumenstrauß an Maßnahmen, Aktivitäten, die Sie da für die Studierenden vorbereiten. Ich möchte da gerne ein paar Stichpunkte aufgreifen aus diesen vielen verschiedenen Maßnahmen, die Sie gerade genannt haben, auch auf Beispielen. Fange ich mal hinten an bei dem ehrenamtlichen Engagement. Das hat ja auch immer was, muss ja auch immer was mit Europa zu tun haben, ne? Also als Europäische Hochschulallianz. Wie werden da die Themen gesetzt oder wonach wählen Sie da
die Themen aus, die, wonach eben die Studierenden sich gesellschaftlich ehrenamtlich engagieren können? Gibt es da Vorgaben? Gibt es da Auswahlkriterien? Wie funktioniert das? Wer wird da ausgewählt? Wer kann da mitmachen? Also mitmachen können alle Studierenden unserer 7 Universitäten. Sie können sich als neue Gruppe neu definieren, zusammensetzen und ein Projekt vorschlagen. Oder vielleicht ist es auch schon eine Gruppe, die besteht. Und natürlich soll es einen europäischen Bezug haben. Das ist ganz wichtig. Aber in meiner Wahrnehmung sind eigentlich sehr, sehr viele Themen, die mit denen sich die Studierenden beschäftigen und sich ehrenamtlich engagieren wollen, per se schon europäisch. Also ob es jetzt, wie gesagt, um Klimawandel geht, ob es um die Agenda 2030 geht, ob es um Themen wie die Flüchtlingskrise geht. Das sind Themen, die bis jetzt von den Studierenden an uns herangetragen worden sind und im Zuge unserer globalisierten und europäisierten Welt ist die europäische Dimension eigentlich jeweils von vornherein gegeben, sodass wir, was die Inhalte angeht, nicht sehr stark vorgeben, was eingereicht werden kann als Vorschlag. Aber die europäische Dimension war bis jetzt eigentlich meistens entsprechend vorhanden. Was man in diesem Punkt vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass uns diese Zusammenarbeit mit den assoziierten Partnern nicht nur bei den ehrenamtlichen Projekten, sondern eben auch bei diesem Praktikumsnetzwerk oder auch bei den Schulen uns so wichtig ist, zeigt sich vielleicht auch daran, dass wir im September 2021 ein großes FORSIM-Treffen in Mainz organisieren wollen, in der Hoffnung, dass das bis dahin wieder möglich ist. Eingeladen sind hier nicht nur alle Präsidentinnen und Präsidenten sowie die Leitungen der Verwaltung der 7 Universitäten, sondern eben auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aller 7 Städte und alle 7 Präsidentinnen und Präsidenten der Industrie- und Handelskammern. Also gerade mit der städtischen Ebene, den Vertretungen aus den Rathäusern, wollen wir nochmal auch ganz explizit über diese Dimension in den Klassenräumen sprechen. Und die Industrie- und Handelskammern sind natürlich unsere Ansprechpartner, wenn es insbesondere auch um das Praktikumsnetzwerk geht. Wenn ich als Studierende ein Praktikum im europäischen Partnerland machen möchte, innerhalb des Netzwerkes, bei einem dieser assoziierten Partner, die Sie da an Bord haben, dann ist das doch sicherlich auch so geplant im Netzwerk FORSEM zwischen den 7 Universitäten, dass das dann auch als Studien oder als Leistung anerkannt wird, quasi integraler Bestandteil des Studiums ist? Oder arbeiten Sie da dran noch an der Konzeption oder wie funktioniert das schon in der Praxis? Das ist so, dass die meisten Prüfungsordnungen in unseren 7 Partneruniversitäten Auslandspraktika oder Praktika an sich vorsehen. Diese Praktika können meistens auch im Ausland absolviert werden. Gerade den Abteilungen Internationales in unseren 7 Universitäten ist natürlich sehr daran gelegen, dass auch jedes Auslandspraktikum entsprechend anerkannt wird. Anerkennungsfragen liegen aber meistens im Zuständigkeitsbereich der Fächer, wobei wir auch in den Fächern auf sehr, sehr große Kooperationsbereitschaft stoßen und dadurch die meisten Auslandspraktika anerkannt werden können, es aber zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht garantiert werden kann. Das ist eine der Baustellen, die FORSIM in den kommenden Jahren sicherlich auch noch verstärkt bearbeiten muss. Und da steht FORSEM sicherlich auch nicht alleine, denn das betrifft ja im Grunde genommen alle europäischen Hochschulallianzen, diese Harmonisierung und Anerkennung auch in ihren Netzwerken herbeizuführen. Da gibt es bestimmt ganz viele Möglichkeiten, auch sich auszutauschen über Erfahrungen und Vorgehensweisen. Ich möchte nochmal zurückkommen. Sie haben vorhin erwähnt,
dass auch die Universität Mainz, also verschiedene Abteilungen, bereit sind, eben Studierende auch zu betreuen, ausländische Studierende aus dem Netzwerk, um da eben entweder ehrenamtliches Engagement oder eben auch so ein Praktikum mit zu betreuen. Das hat ja auch was zu tun mit dem Motto ihres Netzwerks, For Them, also alle mitnehmen, dass auch die Hochschule selbst da gefragt ist, eben alle Ebenen einzubinden. Das war schon ein schönes Beispiel. Gibt es vielleicht noch ein anderes Beispiel, wie sich dieser Netzwerkgedanke, also dieser Allianzgedanke in der Universität Mainz auf allen Ebenen durchsetzt, wie Sie das angehen, wie Sie das kommunizieren innerhalb Ihrer Hochschule? Unser Anliegen ist es, allen Universitätsmitgliedern auch die Möglichkeit zu geben, sich bei FOSIM zu beteiligen. An einer Universität hat man in der Regel ja drei unterschiedliche Gruppen, einmal die Studierenden, einmal die wissenschaftliche Ebene und dann einmal die nicht wissenschaftliche Ebene. Und für alle diese Gruppen, also diese drei unterschiedlichen Gruppen, versuchen wir unterschiedliche Aktivitäten zu entwickeln. Für die Studierenden kann das natürlich die physische Mobilität sein, von der Summer School über das klassische Erasmus-Semester bis hin zum Doppelabschlussprogramm. Derzeit können sich unsere Studierenden beispielsweise für 14 Summer Schools bewerben, die hoffentlich dann 2021 auch wieder vor Ort stattfinden können im Sommer. Ansonsten haben wir da aber auch schon virtuelle Formate vorgesehen. Es gibt die Praktikumsnetzwerke, die ehrenamtlichen Projekte, Dinge, die ich bereits erwähnt habe, aber dann natürlich auch virtuelle Mobilität für Studierende. So treffen sich jetzt zum Beispiel Anfang Dezember 20 Studierende aus allen 7 Universitäten. Es handelt sich hierbei um die jeweiligen Studierendenvertretungen, um gemeinsam Projekte zu entwickeln, mit dem Ziel, immer mehr Studierende in die FOSIM Alliance zu involvieren. Für die wissenschaftliche Ebene, unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können sich beispielsweise in unseren 7 FOSIM Labs engagieren. Das sind bereits über 400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dort jeweils involviert sind. Auch Studierende kommen noch dazu, sodass wir hier von schon einer relativ großen Anzahl an involvierten Personen sprechen können. Wir entwickeln aber beispielsweise auch gerade ein Speed-Dating-Konzept zum gegenseitigen Kennenlernen, wo wir interessierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich gerne bei FOSIM beteiligen möchten, miteinander in Kontakt setzen, um zu schauen, wo gibt es vielleicht Ansatzpunkte für ein gemeinsames Forschungsprojekt, vielleicht auch, um ein gemeinsames Lehrmodul aufzusetzen oder vielleicht auch einfach nur, um sich mal gegenseitig kennengelernt zu haben. Beim wissenschaftsstützenden Personal, also das nicht wissenschaftliche Personal, hatte ich gerade schon gesagt, dass wir bereits viele Abteilungen haben, die auch daran interessiert wären, Praktikumsplätze anzubieten oder das auch schon machen. Und wir vernetzen aber auch bestimmte Abteilungen miteinander. Also bei den International Offices ist das sicherlich sowieso mehr oder weniger selbstverständlich. Aber es gab auch schon virtuelle Treffen für die Zentren für Qualitätssicherung, die Zentren für Weiterbildung, die Einrichtungen, die sich mit den Themen Diversität und Gleichstellung oder auch Digitalisierung beschäftigen oder auch die Personalentwicklung. Und gerade diese Vernetzung der Personalentwicklung ist insofern interessant, weil die jetzt auch gemeinsam Konzepte ausarbeiten für das wissenschaftsstützende Personal, die dann im Jahr 2021 angeboten werden sollen, um halt auch diese Gruppe noch mehr in FOSIM einbinden zu können. Das klingt sehr herausfordernd, diese ganzen Aktivitäten zu koordinieren. Sie haben ja als Universität Mainz die Projektleitung für das große Projekt. Wie bekommt man denn so viele Partner und Aktivitäten erfolgreich koordiniert und zusammengeführt? Also wer sicherlich ein Vollzeitjob natürlich und wer unterstützt Sie da an der Universität Mainz und wie läuft so die Abstimmung mit den Partnern? Die bringen ja dann auch alle gewisse Schwerpunkte und Stärken ein, ne? Das will man ja bündeln
und dann sinnvoll zu einem großen Ganzen verschmelzen? Wie muss man sich das vorstellen, dass das gut abgestimmt wird und so Schritt für Schritt im großen Meilensteinplan erfolgreich abgearbeitet werden kann? Ja, Sie haben es schon angesprochen. Immer einfach ist das sicherlich nicht. Es ist wirklich eine sehr große Herausforderung, diese unterschiedlichen Gruppen aus 7 Universitäten einzubeziehen und darüber hinaus ja auch noch die ganzen außeruniversitären Akteure im Blick zu haben. Und das geht nur, ja, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen im Prinzip. Wir haben einen sehr guten Draht von unserem Forsum Office hier in Mainz zu unserer Hochschulleitung, sodass von dort auch die Bedeutung von Forsum immer wieder in die Universität hineingetragen wird. Ich habe ein ganz hervorragendes Team, das diese ganzen Kooperationsanfragen dann auch entsprechend bearbeitet. Und wir haben innerhalb der Allianz ganz, ganz viele Arbeitstreffen. Wir haben freitags immer ein sogenanntes Forsum Weekly, wo alle nochmal zusammenkommen und besprechen, was innerhalb der Woche angefallen ist. Wir haben aber für jedes Workpackage, insgesamt gibt es 7 Workpackages, das sind Arbeitspakete, die von der Europäischen Kommission so im Antrag eingefordert worden sind. Die haben jeweils nochmal wieder eigene Treffen, sodass am Freitag dann im Prinzip immer das, die Berichte aus diesen unterschiedlichen Workpackages erfolgt. Das heißt, es sind sehr viele Sitzungen, sehr viel Abstimmungsbedarf und da werden dann auch mal die Personalressourcen auf jeden Fall knapp und es ist nicht immer einfach. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass uns das schon ganz hervorragend gelingt, wirklich alle mitzunehmen. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg dahin. Das klingt danach, dass Sie auf einem guten Weg sind. Und ich kann es nur noch mal sagen, ich denke, dass das, was Sie hier als Herausforderung beschreiben, für die Organisation und Koordinierung mit Sicherheit allen europäischen Hochschulallianzen ein wichtiges Anliegen ist und auch genauso eine Herausforderung wie das Netzwerk der Universität Mainz for them. Ich möchte noch mal so auf 2 Punkte kommen, die ich am Anfang bei der Vorstellung des Netzwerkes kurz angesprochen habe. Sie befassen sich ja auch mit den sogenannten globalen Herausforderungen. Ich hatte da genannt Migration und auch Klimawandel. Sie haben vorhin im Zuge dieses ehrenamtlichen Engagements von Studierenden auch die Agenda 2030 genannt, die ja da in Bezug auf nachhaltiges Wachstum, nachhaltiges Wirtschaften, Nachhaltigkeit insgesamt ja eine wichtige Rolle spielt oder so eine Klammer bildet. Und Sie haben auch als Maßnahme oder als Format in Ihrem Netzwerk die Forsum Labs genannt. Und die beschäftigen sich ja eigentlich ziemlich direkt mit gesellschaftlichen Zukunftsfragen. Da möchte ich doch das gerne nochmal von Ihnen wissen. Was steckt denn genau hinter diesen Forsum Labs und wie gestaltet sich da die Zusammenarbeit? Sie sprachen ja von einer großen Anzahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die da vereint sind oder sich da austauschen können, zusammen forschen können, zusammen arbeiten können. Ich habe auch gelesen, dass es ein Lab zum Thema Migration geben soll oder initiiert werden soll. Können Sie uns an diesem Beispiel vielleicht ein bisschen mehr dazu berichten und so einen kleinen Blick hinter die Kulissen der Forsum Labs gewähren? Forsum Labs sind in erster Linie sogenannte Thinktanks, die sich aus Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie externen Akteuren zusammensetzen und die gesellschaftliche globale Herausforderungen adressieren. Wir haben 7 Universitäten und 7 Forsum Labs. Das heißt, jede Universität koordiniert ein sogenanntes Forsum Lab. Wir haben, wie Sie schon gesagt haben, Diversity and Migration. Wir haben aber auch das Forsum Lab Digital Transformation. Es gibt das Forsum Lab Experience in Europe, Multilingualism in Schools and Higher Education und Food Science. Diese 5 Forsum Labs oder diese 5 Themen,
die waren auch schon von Anfang an gesetzt. Und wir haben dann Anfang 2020 alle Studierenden in unseren 7 Universitäten befragt und die durften die 2 verbleibenden Themen dann bestimmen. Und da ist einmal Climate and Resources mit Abstand auf Platz 1 gewesen. Und als 7. Thema kam noch Resilience, Life Quality and Demographic Change hinzu. Das heißt, es gibt 7 Universitäten. Jede Universität ist für ein Lab koordinierend verantwortlich. Aber in jedem Lab kann sich jede Universität natürlich engagieren und entsprechend zusammenarbeiten. Für welches Lab ist denn, darf ich kurz reinspringen, für welches Lab ist denn die Universität Mainz zuständig? Was ist ihr Thema? Die Universität Mainz ist für das Lab Climate and Resources zuständig. Und dort ist zum Beispiel jetzt eine erste Idee, auch mal sich die eigene Energiebilanz der Fossum Alliance anzugucken und dort entsprechend transparent diese Zahlen zur Verfügung zu stellen. Können Sie das noch ein bisschen näher beschreiben, wie dieses Climate Lab an der Universität Mainz aufgebaut wird? Wer ist da, wer hat da die Federführung? Gibt es da bestimmte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, eine bestimmte Fakultät, die das fachlich anleitet und auch koordiniert? Ja, bei uns ist es so und auch an den anderen Universitäten, dass es jeweils eine Person gibt, die dann den Hut auf hat im Prinzip. Das ist bei uns die Professorin Frau Toy, die aus der Geografie kommt. Alle Labs sind aber interdisziplinär aufgestellt, also sowohl an der Universität Mainz als dann natürlich auch an unseren Partneruniversitäten. Und der erste Schritt war erstmal, alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und natürlich auch die Studierenden zu identifizieren, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchten und die miteinander zu vernetzen. Und dann entstehen erste Aktivitäten, die ich gerne, weil Sie nach dem Beispiel Migration and Diversity gefragt haben, an diesem konkreten Beispiel auch einmal vorstellen kann. Das Fossum Lab Migration wird von Palermo koordiniert. Palermo ist aufgrund seiner zentralen geografischen Lage im Mittelmeer von dem Thema Migration in den letzten Jahren natürlich ganz besonders geprägt. Und es gibt dort auch einige Kooperationen der Universität mit NGOs, die in der Flüchtlingshilfe tätig sind. Und das ist natürlich für die anderen europäischen Partner dann auch nochmal eine ganz interessante Konstellation im Rahmen dieses Fossum Labs. Die Aktivitäten des Fossum Labs Migration and Diversity sind recht vielfältig. Gerade hat zum Beispiel ein Online-Symposium mit dem Titel Fundamental Questions on Migration and Human Rights stattgefunden. Da ging es darum, wer ist für den Schutz von Flüchtlingen verantwortlich, wie universell begründbar sind Menschenrechte. Man arbeitet aber auch gerade an einer wissenschaftlichen Publikation mit Artikeln zu den Themen Housing Policy, Zugang zur Gesundheitsversorgung oder auch Medienberichte und Fake News. Hier sollen auch NGOs in diesem Sammelband zu Wort kommen können. Es gibt beispielsweise ein Medienprojekt zu dem Thema Medien und mediale Repräsentationen heißt das. Wie kommen Migrantinnen und Migranten und Geflüchtete in den Medien überhaupt zu Wort? Also es handelt sich hierbei um eine Sammlung von Videoformaten und Texten und gegebenenfalls soll eine Online-Ausstellung dann konzipiert werden. Und dieses Format soll insbesondere auch ein nicht-akademisches Publikum ansprechen. Und dann, das kannte ich abschließend zu dem Migration Lab noch erwähnen, ich hatte vorhin die 14 Summer Schools angesprochen, auf die sich unsere Studierenden gerade bewerben können. Und von diesen 14 Summer Schools gibt es auch 4 mit einem Bezug zu dem Lab Migration. Wir haben einmal eine Summer School, die von unserem polnischen Partner in Opole angeboten wird. Hier geht es um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit unter besonderer Berücksichtigung der Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen Europa. Dann bietet natürlich Palermo eine
entsprechende Summer School an, wo Sizilien als Symbol für Einwanderung ganz stark im Mittelpunkt stehen wird. Es gibt aber auch von unserem finnischen Partner in Jyväskylä zum Beispiel eine Summer School, wo das Zugehörigkeitsgefühl oder halt auch Nicht-Zugehörigkeitsgefühl zu Europa und der Europäischen Union behandelt wird und wo es auch ganz viele Vorträge von NGOs geben wird. Und diese NGOs, die fördern vielfältige Ansätze für Europa und auch Integrationsaktivitäten für Migrantinnen und Migranten. Und die vierte Summer School wird von unserem französischen Partner in Dijon angeboten. Hier sind die Hauptakteure Studierende im Exil und Studierende der Allianz. Und hier kommt es dann zu einem Austausch von Chancen zwischen diesen Studierenden. Ich denke gerade auch an diesen Summer Schools, sieht man, wie schön es ist, dass wir halt vier Summer Schools haben, die von vier unterschiedlichen Universitäten angeboten werden. Universitäten, die mit Sizilien wirklich ganz unten im Süden liegen, bis hoch nach Jyväskylä in Finnland, die von der Flüchtlingskrise natürlich ganz anders beeinflusst sind. Vom Westen mit Dijon bis in den Osten in Polen mit Opole, sodass man hier halt wirklich sieht, dass wir dieses Thema wirklich in unterschiedlichen europäischen Ländern und auch mit unterschiedlichen außeruniversitären Akteuren behandeln. Alles hochspannende und vor allen Dingen brandaktuelle Themen, die natürlich auch ganz viel und durchgehend mit Europa zu tun haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Herrmann, ist das ja auch oder sind diese For Them Labs und auch diese Summer Schools im Grunde genommen Ausdruck des Mottos For Them, also alle mitzunehmen. Da sind wirklich auch alle Gruppen beteiligt. Ne? Die For Them Labs werden zwar hauptsächlich, wenn ich das richtig rekapituliere, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern koordiniert, aber die außeruniversitären Akteure aus der Gesellschaft, aus der Wirtschaft vielleicht auch, aber auch die Studierenden sind da dabei. Genau, das ist der Fall. Also die Koordinationsrolle liegt jeweils in wissenschaftlicher Hand, aber die Gruppe, die dort zusammenarbeitet, besteht aus den ganzen Akteuren, die Sie gerade genannt haben. Und wenn es dann nächstes Jahr dieses große For-Them-Treffen geben wird mit den verschiedenen Partnern oder Partnerorganisationen, da können Sie dann wahrscheinlich auch schon ganz gut bilanzieren, wie die einen oder anderen Labs und Aktivitäten gelaufen sind und dann eben auch nach Optimierung gucken und nach weiteren Partnern. Ich habe so den Eindruck, dass dieses Netzwerk auch wirklich dynamisch wächst. Und Sie erwähnten vorhin diese Speed-Dating-Plattformen, also weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu zu ziehen. Aber wahrscheinlich gilt das auch für die außeruniversitären Akteure, die auch wahrscheinlich sich erweitern sollen und wo man also ständig auch auf der Suche nach neuen Partnern und Ankerpunkten vielleicht ist, in gerade in ihren sieben Partnerländern. Genau, das Ziel, FORSEM auch wirklich in die Gesellschaft hineinzutragen, verfolgen wir natürlich auch in unserer ganz alltäglichen Arbeit mit Kontaktaufnahmen, wie Sie es gerade auch schon gesagt haben. Und dieses Treffen soll das natürlich noch mal unterstärken, weil es eine sehr große Außenwirkung haben wird. Wahrscheinlich fangen Sie jetzt schon mit den Vorbereitungen an, denn September ist ja bald, nicht wahr? Genau, die ersten Hotels sind die ersten Hotelkontingente sind gebucht. Wir sind gerade auf der Suche nach entsprechenden Räumlichkeiten, wo dann auch diese Personen in ihren unterschiedlichen Gruppen dann auch zusammenkommen können. Also jetzt gerade zum Beispiel auch für die städtische Ebene, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, dass es da dann auch ein entsprechendes Programm für diese Gruppe geben soll und Ähnliches. Von daher, ja, da liegt noch einiges an Arbeit vor uns, um so ein Treffen zu organisieren. Und es hat momentan natürlich einmal so ein Beigeschmäckle, weil man sich natürlich schon häufig auch fragt, hoffentlich ist es nicht alles umsonst, weil es dann vielleicht aufgrund von Corona gegebenenfalls doch wieder ausfällt. Ja, oder planen Sie, haben Sie da einen Plan B, also für den Fall, dass das jetzt doch nicht präsent stattfinden kann, oder würden Sie das dann eher verschieben? Also wir überlegen
schon, ob es auch virtuell gehen würde. Ich denke, in einem kleinen Ausmaß ist es sicherlich auch möglich, aber das, was wir mit diesem Treffen erreichen wollen, also wirklich diese Vernetzung, das persönliche Kennenlernen, das ist natürlich in einem virtuellen Format nicht so schön zu erreichen wie in einem wirklichen Treffen in Mainz. Ja, das ist, glaube ich, auch diese Riesenherausforderung, ne? Diese Erlebbarkeit, das Vertrauen herzustellen, gerade auch wenn man neue Partner gewinnen will, sich da auszutauschen, das ist virtuell ja dann schon nur limitiert oder nur ein bisschen eingeschränkt möglich. Also wir drücken natürlich alle die Daumen und die Informationen über den neuen Impfstoff, die ja auch ganz brandaktuell sind, hoffe ich, dass das dazu beiträgt, dass diese schöne Tagung, die Sie davor haben, auch realisiert werden kann in Präsenz in Mainz. Ja, mit Blick auf die aktuellen Pressemitteilungen haben wir uns auch schon überlegt, ob wir BioNTech vielleicht für Forsum als assoziierten Partner gewinnen können. Das hätte ich jetzt gefragt, ob es da vielleicht schon Überlegungen gibt. Das ist ja auch nicht so weit weg. Genau. Frau Herrmann, komme schon langsam so zum Schluss unseres spannenden Gesprächs. Ich möchte Ihnen gerne aber eine Frage stellen, noch mal so ein bisschen herausgehoben mit Blick nicht nur auf die Allianz for SEM, sondern auf das gesamte Programm, auf die europäischen Hochschulallianzen, in die sich ja for SEM einreiht. Und Ihnen eine Frage stellen, die ich versuche mit allen Gästen am Schluss mal zu beleuchten, nämlich welche drei zentralen Merkmale stehen denn aus Ihrer Sicht besonders für die europäischen Hochschulallianzen? Ja, die drei zentralen Merkmale dieses großen Projekts ist es, glaube ich, wirklich dieser Ansatz, alle innerhalb der Universität mitzunehmen, über den wir jetzt ja auch schon gesprochen haben. Ich habe auch gestern war in Frankreich ja Feiertag, mit meinem französischen Kollegen telefoniert, der auch gesagt hat, das Tolle an Forsum ist wirklich, ich habe das Gefühl, dass noch nie so viele Leute in unserer Universität an einem internationalen Projekt oder an einer internationalen Mission ja fast zusammengearbeitet haben. Ich denke, das ist der erste ganz zentrale Punkt. Dann der zweite ist für mich wirklich auch dieser Outreach-Gedanke. Also es geht wirklich darum, eben nicht in diesem universitären Kontext zu verharren, sondern sich zu öffnen, diese Kooperation anzugehen, von denen wir auch schon gesprochen haben. Und drittens, denke ich, sind es auch wirklich die Themen, die im Rahmen dieser europäischen Allianzen behandelt werden. Und wenn man natürlich so ein bisschen nach links und rechts schaut, was die anderen machen, gibt es da natürlich auch große Überschneidungen. Themen, die wirklich die Zukunft Europas ausmachen werden. Und die europäischen Universitäten bilden ja auch die nächste Generation von Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern für Europa aus. Und ich denke, da haben wir auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die wir gemeinsam im Rahmen dieser europäischen Universitäten adressieren können. Verantwortung und viel Ermutigung. Wenn Sie ein Abschlusswort oder einen Abschlusswunsch hätten, den Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchten am Ende unseres Gesprächs, welcher wäre das oder welches wäre das? Ja, mein Wunsch für die europäischen Universitäten ist, dass ich finde, dieses Projekt oder es ist ja kein Projekt, es soll ja wirklich, es sollen ja Allianzen aufgebaut werden, die wirklich die nächsten Jahrzehnte die europäische Hochschullandschaft prägen werden. Und ich finde, dass diese Allianzen ein unglaubliches Potenzial haben und von daher finde ich sehr schön, was die Europäische Union dort als Idee aufgenommen hat, von Macron ja ursprünglich mal vorgetragen. Was ich mir allerdings wünschen würde, dass die finanzielle Ausstattung dieser Netzwerke und dieser Allianzen noch etwas nachgebessert wird, weil dadurch, dass die Ziele wirklich so ambitioniert sind, wie sie von der Europäischen Union vorgegeben worden sind, würden wir uns hier manchmal noch etwas mehr Unterstützung wünschen.
Da sprechen Sie was ganz Wichtiges an und ich glaube allen europäischen Hochschulallianzen aus dem Herzen, das ist ein großes Anliegen, das auch auf europäischer Ebene adressiert wird und, glaube ich, absolut essentiell ist, um diese Vision tatsächlich zu erfüllen, die Macron da 2017 aufgemacht hat und dieses Dekadenprojekt erfolgreich zu machen. Liebe Frau Herrmann, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses informative, unterhaltsame Gespräch und wünsche der Allianz FOR-SEM natürlich ganz viel Erfolg bei der Konzeption und bei der Umsetzung all ihrer Vorhaben, die sie mit ihren 7 Partneruniversitäten vorhaben und natürlich eine tolle Konferenz im September 2021 und da hoffen wir sehr und drücken die Daumen, dass die auch präsent stattfinden kann. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank an Sie. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Mehr zu der Allianz FOR-SEM und den Schwerpunkten finden Sie auf der Internetseite forthem-alliance.eu. Weitere Informationen zu den europäischen Hochschulallianzen und dem DAAD finden Sie unter daad.de/eun. Campus Europa ist ein Podcast des DAAD. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Und empfehlen Sie ihn auch gerne weiter. Unsere nächste Folge erscheint in 14 Tagen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anke Stahl. Campus Europa.